Ein Qigong-Meister hat Angst? Gibt's das überhaupt? Oh ja, warum ein Qigong-Meister Angst hat und welche drei Dinge das sind, vor denen er besonders Angst hat, das erfährst du in diesem Video. Bleib dran, mein Name ist Corno, ich bin hier Qigong-Lehrer im Qigong-Club auf YouTube. Freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist im Video. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du vorher kurz noch den Kanal hier abonnieren und die Abo-Glocke drücken, dann wirst du nämlich informiert, sobald es neue Videos vom Qigong-Club zum Thema Qigong, Gesundheit, Stressabbau und Entspannung gibt. So, legen wir los. Direkt mit Punkt Nummer 1. Wovor hat ein Qigong-Meister Angst? Vor kalten Füßen, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Warum kalte Füße? Und damit ist jetzt nicht, man sagt ja auch kalte Füße bekommen im Sinne von Angst haben. Und das hängt auch damit zusammen, weil man sagt, die Füße, die stehen in Verbindung mit den Nieren. Das heißt, gerade unter den Füßen gibt es den Niereneingangspunkt, Yung Shuen, ziemlich mittig unter der Fußsohle. Und wenn die Füße kalt werden, das heißt, das kann auch angenehm kühl sich für dich anfühlen, aber auf jeden Fall kalt, kälter als neutral oder warm, dann steigt diese Kälte und noch schlimmer feuchte Kälte im Herbst oder Winter auf bis in die Nieren und schädigt die Nierenenergie. Nieren sind sehr kälteempfindlich im Sinne der chinesischen Medizin, wohlgemerkt. Ja, wir befinden uns nicht im Bereich der Schulmedizin jetzt gerade. Chinesische Medizin, da sagt man, die Nierenenergie und die Nieren sind sehr kälteempfindlich und die Nieren sind für die gesamte Konstitution im Körper verantwortlich und auch für psychische Stabilität. Und Kälte von unten zu erfahren, über die Füße, das bedeutet, Nierenenergie wird geschwächt, das bedeutet natürlich, man kann sich leichter erkälten, Immunsystem wird unter Umständen geschwächt. Das ist ungesund für Knochen, Gelenke, das hat viele verschiedene Wirkungen und Negativeffekte. Daher achten Qigong-Meister darauf, dass ihre Füße nicht kalt werden oder sie dicke Socken anhaben oder ja, wenn die irgendwie die Füße nass werden und es draußen kalt ist, dass man möglichst schnell die Strümpfe wechselt und das Schuhwerk wechselt. Und noch als kleiner Tipp natürlich von mir, ich lasse dich jetzt nicht so im Regen stehen von wegen Füße kalt, Pech gehabt, sondern was passiert, wenn du einmal kalte Füße bekommen haben solltest, weil es einfach irgendwie passiert ist, dann würde ich dir empfehlen, mach mindestens ein 15- bis 20-minütiges heißes Fußbad oder einfach Badewanne, heiße Badewanne für mindestens 15 Minuten. Das ist eigentlich eine gute Methode, um die Kälte aus den Füßen und aus den Nieren wieder herauszubekommen. Das ist Tipp Nummer 1 und auch der Punkt Nummer 1, wovor man Angst haben sollte oder wovor Qigong-Meister Angst haben. Der zweite Punkt, wovor Qigong-Meister Angst haben, ist Wind von hinten. Gerade hinten im Nackenbereich und im unteren Rückenbereich. Und nicht nur für Qigong-Meister, sondern im Allgemeinen würden sie immer empfehlen, dass von hinten kein Wind, vor allem auch wieder kein kalter Wind von hinten dich trifft und in dich in den Körper eindringt. Und auch das ist wieder völlig fernab von der Schulmedizin, das weiß ich. In der Schulmedizin würde man sagen, ach, alles Quatsch. In der chinesischen Medizin ist das sehr wichtig, da spielen diese Faktoren Kälte, Wind, Feuchtigkeit, Hitze, das sind pathogene Faktoren, die den Körper schädigen können und wo man immer ein bisschen aufpassen sollte, wenn es zu heiß ist, zu kalt, zu feucht, zu windig und so weiter, wie man dann damit umgeht, wie man sich kleidet oder wie lange man sich an solchen Orten aufhält auch. Und beim Wind ist das nicht nur der Wind draußen, dass man da schaut, dass kein Wind von hinten kommt möglichst, zumindest nicht offen. Wenn man natürlich dick eingepackt ist, ist das kein großes Problem. Aber ich sag mal im Sommer bauchfrei und dann nur so ein kleines Top anzuhaben oder so, ich ja als Mann nicht, aber als Frau vielleicht. Und wenn dann von hinten Wind kommt, vor allem kühler Wind, kalter Wind, dann sagt man, kann das auch wieder viele Schwierigkeiten bringen fürs Energiesystem. Und nicht sagt man, ich habe das schon genauer untersucht, das sind dann häufig Schmerzproblematiken oder Körperproblematiken, die wandern. Das gehört auch zum pathogenen Faktor Wind dazu. Das heißt, ein Schmerz, der an einem Tag hier ist, am anderen Tag da, einem tut ständig irgendwas weh, man weiß nicht genau warum, wieso, weshalb, dann hat man meistens so ein Windproblem.
Und dagegen würde ich persönlich empfehlen, wenn man jetzt wieder sagt, mir ist es schon passiert, ich habe den Wind mir schon eingefangen, was mache ich denn jetzt? Heißes Bad ist sehr gut und die Übung stehen wie ein Baum länger, bis du schwitzt, ist auch gut. Und das macht niemand gerne so intensiv, bis man schwitzt. Aber wenn du diese Windproblematik hast, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, dann stehen wie ein Baum zu machen. Und auch darauf zu achten, dass Wind nicht nur draußen existiert, sondern auch der berühmte Zug in Innenräumen mit gekippten oder geöffneten Fenstern. Dass wenn du mit dem Rücken zu einem gekippten, geöffneten Fenster sitzt und du spürst den Zug im Nacken, das ist immer Alarmsignal. Da würde jeder Qigong-Meister alles daran setzen, sofort den Platz zu wechseln, weil der Aufwand, den man dann betreiben muss, das Problem wieder loszuwerden, ist im Zweifelsfall nicht, ach, ich übe mal 10 Minuten stehen wie ein Baum, ist ja, dann wäre das egal, dann kann man sich auch mal Wind einfangen, sondern das sind oft dann Problematiken, die erstmal vielleicht nicht ersichtlich sind, die dann später zum Vorschein kommen. Und da hängen häufig Probleme mit drin, mit denen man manchmal noch Wochen oder Monate zu kämpfen hat. Daher spar dir den Wind im Rücken, im Nacken. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist überraschend und was ganz anderes, und zwar Schüler und Patienten oder Schüler und Klienten. Qigong-Meister, die belehren natürlich Schüler, aber die behandeln manchmal auch Schüler. Ich weiß, behandeln darf man in Deutschland rechtlich nicht sagen, auch therapieren nicht, diese Begriffe sind geschützt, aber es gibt gewisse Energiemassagen und Anwendungen, wo man mit Hilfe der chinesischen Medizin und der Energielehre, Meridiane, Akupunkturpunkte und Energieabgabe auf die Gesundheit einwirkt. Man darf es dann als Gesundheitsberatung zum Beispiel oder als Energieabgabe bezeichnen oder auch als Massage bezeichnen. Und da wissen die meisten nicht, dass das Treffen zwischen einem Qigong-Meister und einem Schüler oder Patienten ist nicht ein Geben und Nehmen, dass der Meister oder Lehrer nur gibt Informationen an den Schüler oder Energie an den Patienten und der Schüler nimmt die Informationen, nimmt die Energie und fertig, sondern auf der dunklen, unteren Ebene, die für niemanden so sichtbar oder spürbar ist, nimmt der Lehrer die Energie von den Schülern und Patienten. Genauso, es ist ein Austausch, Natur. Wir befinden uns in der Natur, Yin-Yang-Austausch. Und wenn er nur mit einem Schüler oder einer Gruppe im Raum ist, dann beginnt sofort der Austausch. Und wenn Schülergruppen oder ein Schüler, ein Patient ein zu großes Problem hat, und deswegen kommt man ja meistens dahin, sei es psychisch, körperlich, auf welcher Ebene auch immer, dann kommt der Meister damit in Verbindung und nimmt auch dieses Problem in sich auf einer gewissen Ebene. Und das wird von vielen Lehrern unterschätzt oder so negiert, ach, das gibt's ja gar nicht oder ach, ich habe mich halt irgendwie schlecht gefühlt oder Thema Energieräuber, ach, nach dem Patienten, da hätte ich auch nach Hause gehen können, war ich schon total fertig. Aber im Qigong sagt man, nee, das ist nicht irgendeine Art von Fertigsein, sondern man hat erstmal viel Energie verloren, Leute, die viel saugen. Ja, wenn man selber viel Energie hat und der Patient sehr wenig, dann kommt es da zu einem Ausgleich. Das ist die Natur. Das heißt, man selber verliert Energie, muss aufpassen, dass man nicht zu viel Energie abgibt und dass man auch nicht zu viel Energie aufnimmt. Und Energie bedeutet nicht einfach irgendwie was Esoterisches, was niemand weiß, sondern das bedeutet auch vor allem dieses Denken und das Gefühl, was der Schüler mitbringt. Und wenn ein Schüler sehr negativ ist, im Denken, im Fühlen, sehr innerlich angespannt, ob man will oder nicht, man nimmt davon etwas mit als Lehrer und als Meister. Und davor haben Meister sehr viel Respekt, einfach aus eigenen Erfahrungen. Ich auch. Ich merke auch wirklich, wow, ich brauche danach ganz häufig Rückzugzeiten, wo ich mich selber wieder sortieren kann, was gehört zu mir, was nicht, dass alles sacken kann und dass ich mich wieder herstellen kann, wieder aufbauen kann, wenn ich sehr viel mit kranken oder negativen Menschen zu tun hatte. Und deswegen, aus dem Grund, ziehen sich Qigong-Meister auch häufig immer mal wieder zurück und sind nicht 24/7 immer erreichbar. Aus dem Grund können Qigong-Meister auch nicht immer Notfallcoaches sein, die immer in jedem Moment für ihre Schüler da sind, so wie eine Mutter für ihr neugeborenes Baby. So kann ein Meister nie für den Schüler da sein, weil er muss, damit er funktioniert, auch mal sich um sich kümmern und sich selbst wieder aufladen.
Kleiner Hinweis an die Mütter von euch. Auch für euch Mütter gilt das natürlich, dass eine schlaue, intelligente Mutter sich langfristig natürlich auch darum kümmert, das Kind, das Baby oder das kleine Kind auch mal in gute Hände, sprich bei Großmama, Großpapa abzugeben oder bei guten Freunden mal abzugeben, um auch mal wieder einen Tag für sich zu sein und einen Tag wieder mal sich zu regenerieren, Zeit für sich zu haben, zu genießen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Art von Gleichgewicht und sehr, sehr wichtig. Aber für Qigong-Meister, wie gesagt, auch sehr von entscheidender Bedeutung, dass man weiß, erstmal, wenn man auf ein Seminar geht oder da ein Patient kommt, dann weiß man vorher nie genau, was da ist. Und das ist immer so ein bisschen, es ist spannend. Da, auch wenn man ein entspanntes Gefühl präsentiert nach außen, innerlich sollte ein Qigong-Meister immer in Hab-Acht-Stellung sein und immer genau darauf achten, was da bei einem Kontakt, bei einem Gespräch mit einem Schüler oder bei so einer Energiemassage, was da so passiert. Genau, das sind also die drei Sachen. Kalte Füße, kalter Wind in den Rücken oder in den Nackenbereich und dann noch Schüler, die Negativität, die zu starke, jeder ist ein bisschen negativ, aber die zu starke Negativität oder zu starkes Kranksein von Schülern und Patienten, dass das auch was mit einem macht und dass man sich darum kümmern muss dann wieder. Gut, ich hoffe, dir hat das mal gefallen, so einen Einblick zu bekommen, wie Qigong-Lehrer, Qigong-Meister denken, wie die so die Welt sehen und dass es auch da Risikofaktoren gibt, selbst für einen Qigong-Meister, auf die er achten muss. Ja, und wenn dir es gefallen hat, dann schalt doch morgen einfach wieder ein, wenn es wieder heißt, im Qigong-Club mit Corno ein neues Video. Bis dann. Ciao.